Hallo Freunde des Wahnsinns und des verrückten Gameplays, willkommen zurück bei einer weiteren Folge in Zone 2. Oh, wo waren wir stehen geblieben das letzte Mal? Ja, stimmt, wir haben angefangen die Ziegelei zu beharken. Weil wir ja die Ziegel brauchen für die Forschung. Ziegel. Damit wir die neuen Häuser bauen können. Da brauchen wir 5 Ziegel. Wenn sie nur alle brav arbeiten, bin ich schon glücklich. So. So. Mal schauen. Die Plantage arbeitet, aber wir haben zu wenig Arbeiter. Das ist echt ein Problem. Aber sie sind alle versorgt. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf das nächste Update. Vor allem die Sache mit dem Strom. Ich muss ganz ehrlich sagen, der fehlt absolut. So, dann werden wir da dazwischen kleine Straße einfügen. So, damit wir nämlich dann noch ein Häuschen rein knuspern können. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn da was? Nee, geht sie natürlich nicht aus. Egal. Wir bauen sie halt. Ja. In dem Grube haben wir auch zu wenig Arbeiter. Naja, mühsam manniert sich das Eichhörnchen. Baukosten 5 Stoff. Habe ich nicht was in meinem. Wohin soll's gehen? Wohin soll's gehen? Nach Hause. Da habe ich nämlich genug Stoff. Ja, und da war ich mit ihm ja das letzte Mal ziemlich weit unten. Aber wir haben noch genug zum Erforschen. Ist ja nicht so. Ist ja ein komplett neuer Spielstil hier, also. Verstanden. Damit müssen wir erst noch ein bisschen zurechtkommen. So, da brauchen wir das. Markt, Pavillon. Ach jo. Lagerkapazität für mehr Wasser. Die Farm. Bis jetzt haben wir ja nur Plantage. Na, was macht meine Plantage? Produziert zwar quälend langsam, aber sie produziert.
Es ist mit den größeren Häusern, du musst dich natürlich dann ein wenig leichter. Ja, dann bin ich nicht mehr so angewiesen, dass ich überall herumstreune. Na, da ist er ja. So. Waren tauschen, ja. Das ganze Plastik rein. Das Eisen rein. Schraubt es voll. Wie viel Holz? Gehen wir rein. Oh, da gehen wir gut rein. Okay, Schott ist voll. Ja, das ist gut. Jetzt können sie dann hoffentlich flüssigst weiterarbeiten, weil genug Stoff da ist. Genau, du arbeitest brav, du kriegst die Kohle, du kriegst den Stoff. Guck hier, Aktivkohlemaske, haben wir 50. Den Modus ändern und Handschuhe produzieren. So, dann starten wir hier. Wir brauchen Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Schaut die Forschung aus. Ja, jetzt können wir es erforschen. Die Hütte. Ich meine, Zelte sind jetzt nicht so schlecht, aber Hütte ist eine Hütte. Ist doch ein festeres. Und vor allem, wir kriegen da natürlich wieder mehr Leute rein. Was sehr positiv ist. Okay, was fehlt dann noch im Ofen? Medizinische Versorgung und Pavillon fehlt noch. Ja, das kommt alles dann da unten. Da ist der Pavillon. Es wird schon langsam. Jetzt haben wir auf jeden Fall dann erst einmal die Hütte. Was fehlt dir? Gummi. Okay. Das Gummi, Gummi. Schrottplatz, Plastik, Recycler, der macht Plastik. Ja, Gummi fehlt. Ja, da kann man zwar nicht alles haben. Forschung läuft, gleich können wir den großen Umbau starten.
Motor läuft. Und bis dahin lassen wir unseren Dicken noch eine kleine Runde fahren. Vielleicht findet er ja was Schönes. Weiteren Bauplatz, das ist schön, das gefällt mir. Aber wir wissen nicht. Ich bin am Steuer. Ja, dann komm ab mit dir daher. Motor läuft. Dieses Geschäft ist noch gut erhalten. Mal sehen, was sich dort alles findet. Hurra, hurra. Okay. Wird erledigt. Dann schau mal. Mit bloßen Händen bekommen wir die Tür nicht auf. Wir müssen sie aufbrechen. Okay, kann ich. Da brauchen wir eine Axt. Motor läuft. Also, was müssen wir finden? Einen Generator müssen wir finden. Bin unterwegs. Schauen wir mal, was haben wir da? Werkzeug. Schrott und Saphir dann. Auf geht's. Sehr schön, die Forschung ist fertig. Dann. Okay, da warten sie immer noch. Dann werde ich halt drei Leute hier abziehen. Genau. Und ein Update anfangen für die ersten Gebäude. So, drückt man ein bisschen auf die Tube. Ja, das schaut schon viel besser aus. Na, da geht gleich die Babyanzahl nach oben. Ist ausgebrochen. Hoffentlich nimmt sie ein gutes Ende. Na, da schauen wir mal. Oh je. Eine Krankheit. Eine Krankheit in der Lehmgrube. Toll. Und was machen wir da? Unsere Wasservorräte werden knapp. Oh je. Der arbeitet brav. Ah ja, stimmt, die Zisterne ist ein wenig. Okay, dann werden wir halt am Wasser ein wenig schrauben.
kriegt er noch einen Steg dazu. Du brauchst Leute. Kriegst du mal 3. Da wird brav gearbeitet. Wie blöd. Ja, stimmt, die Lagerbestände. Nicht gut, nicht gut. Aber trotz allem sollten wir die Wasserversorgung immer schön hochhalten. Denn ohne Wasser nichts los. Unsere Wasservorräte werden knapp. Ja, ich arbeite ja schon daran. Arbeitet ja eh ohne Probleme. Das geht. Kriegt er noch einen zweiten Brunnen. Hoffentlich nuckeln wir das Loch hier nicht komplett aus. Das wäre ungut. Dann arbeite. Schnapp in dir. So, die Arbeiter gehen schön wieder nach oben. Unsere Nahrung wird knapp. Wenn sich nichts ändert, müssen wir hungern. Wir müssen handeln. Ja, das ist mir klar. Ach, ich liebe es. Das ist ein... Okay, Nahrung. Was will ich denn sagen? Niedrige Nahrungsreserven. Ja, das haben wir schon bekommen.
Ein weiterer Fischer wird das sicher ein wenig lindern. Aber trotz allem müssen wir die Nahrungsproduktion auf ein etwas breiteres Standpunkt stellen. Die Luft riecht nach Gewitter. Vermuten. So, die können wir jetzt machen wir einen großen Hüttenausbau. Unsere Wasservorräte werden knapp. So, haben wir noch wo Hütten zum Bauen? Nein, haben wir nicht. Dann schauen wir. Wir können das nicht bauen, weil wir zu wenig Nahrung haben. Ach toll. Was? Wir haben zu wenig Holz. Ist ja ganz was Neues. Na, dann kriegt er mehr Arbeiter. Leichen auf den Straßen. Na, jetzt wird es aber schön chaotisch. Okay. Was können wir bauen bezüglich? Friedhof. Mine. Logistik. Unterkünfte. Gemeinschaftsprojekte. Lagerfeuer. Park. Markt. Oje. Entweder finden wir es nicht oder. Oder das ist ein Problem, das man anders lösen muss. Okay, die Nahrung ist ein Problem. Nahrungslager. Materiallager. Sumpffarm arbeitet an Kräutern. Naja, davon werden sie jetzt aber nicht gerade satt. Okay, dann können wir nur Kautschuk oder. Oh Mann. Und das müssen wir erst finden. Na, sehr schön. Wir brauchen ganz dringend die Farm. Dazu brauchen wir. Okay, dann die Schneiderei kann man mal abstellen fürs Erste. Fürs Erste haben wir nämlich genug. Dann die Kohlemeiler. Da können wir auch ein bisschen runterfahren. Plantage. Ja, die macht. So, unser Materiallager. Der Recycler arbeitet. Okay, so das funktioniert wenigstens alles.
Ich hoffe, mit dem zweiten Fischer haben wir es jetzt ein wenig leichter. Wir kommen wieder aus die Miesen. Weil die Leute gehen uns runter. Wir haben zwar. Ja, es hängt auch ein bisschen mit der medizinischen Versorgung. Bei Kräuter haben wir. Okay, ich tue noch. Passt. Der Friedhof arbeitet. Exodus heißt. Baumschule, Holzfäller, Schrottplatz, Plantage, Sumpfbahn, Hammer. Sammelt Bären. Wo ist die? Die Sammlerhütte. Okay, da ist eindeutig zu wenig. Oh ja, das sind 1050. Das ist eindeutig besser. Das sollte uns aus die Miesen bringen. Aber dafür geht das Wasser hoch. Ja, die Nahrung geht auch nach oben. Holz haben wir immer noch, haben wir zu wenig. Reserven. Oh, 24 Leichen auf den Straßen. Naja, nicht gut. Aber wir haben die Hütten ausgebaut. Und als nächstes kümmern wir sich um die Nahrung. Damit uns die Leute nicht verhungern. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Ich bin raus.